Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Tanks. Heute mit einem neuen Panzer, mal wieder, was soll ich machen? Mit dem AMX 1357 GF. Auch wieder ein WG-Leak-Panzer, wie man hier sehr leicht sehen kann. Ein Light, glaube ich, ist das. Genau, ein Light. Und ich denke mal, der wird ähnlich dem Burrasque sein, weil der hat angeblich sehr guten Schaden. Und wie ich jetzt gerade sehe, ein 8er Magazin. Größer als ich gedacht hätte. Deutlich größer. Und naja, ich habe den jetzt einfach mal für den Items her auf Sichtweite gepimpt. Weil ich mir dachte, wenn er halt eher so ein bisschen scout-technisch unterwegs ist. Auch wenn ich jetzt nicht so gerne spiele eigentlich. Der Burrasque ist ja geil. Wenn es ein Scout mit Schaden ist, kann ich mir gut vorstellen, dass wir den als Finisher quasi nutzen können. Oder um auf die Nerven zu gehen. Deswegen gehe ich jetzt extra hier ganz, ganz hinten ins Gras, um auf große Entfernung zu stehen. Und wir versuchen selber ein bisschen zu finishen. Oh, wobei, wenn ich hier noch stehe, können wir sogar versuchen, den da zu treffen. Ciao. So, noch sind wir gespottet. Wir laden mal nach. Dauerte nur 15 Sekunden. Also Nachladezeit ist jetzt schon insane. Finde ich. Ich glaube, ich will gar nicht spotten gehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich will lieber irgendwie versuchen, Sniper zu spielen hier. Das Gefühl, das kann er gut. Ich bleib mal ganz kurz hier stehen. Weil wir haben jetzt genug Sichtweite, um da oben theoretischerweise die SU und so, die T-3485M zu sehen und sowas. Oder den Skoda, falls die aufgedeckt werden sollten von EBR. Oh, hallo, Heavy. Oh, hallo, Medium. Wo kommt ihr denn her? Ja, ansonsten der Panzer selber, ne? 8 Schussdinger hier, jeweils mit einem Alpha-Schaden von 90 war das, glaube ich. Rein theoretisch mit 8 Schuss haben wir also auch da wieder ähnlichen Schaden wie der Burrasque tatsächlich. Wenn es denn gut läuft. Okay. Okay, da stehen anscheinend eine Menge Gegner. Ich glaube, ich verpiss mich hier. Auch wenn ich da irgendwie snipen könnte, aber ich habe das Gefühl, wenn ich schieße, werde ich hier aufgedeckt. Und ich glaube, das ist keine gute Sache gerade für mich. Ich glaube, da haue ich ab. Weil, wie gesagt, ich will jetzt nicht irgendwie auf Spotten gehen. Ich versuche jetzt wirklich mal hier einen auf Sniper zu machen. Und nur auf Entfernung Schaden zu verursachen. Ist vielleicht auch die falsche Spielweise. Aber mal probieren, dann denke ich mir. Einfach mal ausprobieren. Weil einen Spotter haben die da eh schon, weißt du, mit dem EBR. Oder haben ihn gleich gehabt. Weißt du, sowas wie der Tiger jetzt zum Beispiel. Rein vom Schaden her müssten wir ihn noch jetzt so zusetzen können, dass die Teammates den sofort aus dem Leben nehmen können. Oh Leute, aber die Artillerie. Oder jetzt hat er sogar genug Leben, dass wir ihn sogar finishen können. Müsste man nur hinkriegen, den oft nicht zu treffen. Ja, das meine ich nämlich. Ist schon wieder der Richtschütze tot, mein Gott. Aber das, genau das meinte ich. Guck mal den Schaden, den wir gerade gemacht haben. Wir haben dem einfach mal eben so innerhalb von 6-7 Sekunden sein restlichen Leben, sein halbes Leben weggeballert. Und laden das innerhalb von 15 Sekunden mal ganz entspannt nach. So was wie ein Skorpion, da können wir sogar eigentlich rein in der Theorie mit einem Magazin komplett auf Null hauen, wenn er Full Life ist. Und genau das ist das, was ich meinte. Weswegen ich lieber auf Sniper spielen möchte, als auf Scout. So wie die Burrasque quasi auch, weil es auf Entfernung bleiben. Kannst zwar auf Scout spielen, aber drauf geschissen. Ich rutsche nur. Ja, das ist ja total ungünstig. Ja, dass wir jetzt getroffen wurden, das war einfach nur dumm.
weil ich hier über diesen Stein gerutscht bin. Was willst du machen? Hat jetzt wirklich wieder ein WhatsApp angeschrieben. Könnt ihr mich nicht mal in Ruhe lassen? Ich habe schon die Hälfte der Chats gemutet. Da komme ich noch mehr Nachrichten. Ich kann da nichts. Also es tut mir leid, ich kann da nichts für. Aber ich kann nicht alle stumm schalten, die da jetzt gerade drin sind. Das funktioniert auch nicht. Und mit dem lege ich mich nicht an. Okay. Ach, scheiße. Ja, da habe ich einen Schuss zu viel daneben gehauen. Sonst wäre er tot. Aber vom Schaden her hat er auf jeden Fall sehr hohes Potenzial, der Panzer hier. Holy shit, Mann. Der muss zwar öfter schießen als der Burrask, hat aber auch dafür so gesehen mehr Chancen. Und so zu finishen ist der auch perfekt. Geiles Teil. Okay, den können wir zwar so nicht finishen jetzt, aber wir können ihm zumindest schon mal so hart auf den Sack gehen. Dass er fast tot ist. So, und bevor der jetzt irgendwie was tun kann, versuchen wir uns zu verpissen und nachzuladen. Und den gleich zu finishen, sobald er hier hochfährt. Hallo Artillerie. Sehr gut. Nachladen. Wobei, nee, mach mal. Na, wobei. Bleib ruhig mit der Hauptmunition, ist egal. Der einzige Nachteil, den ich jetzt gerade schon drin sehe, ist, dass die Munition sehr wenig ist. Ich habe jetzt zwar auch die... Oh, der ist ja hier! Das war unerwartet, aber 5 Kills! Zwar ein bisschen abgesnackt, aber auch 2355 Schaden. Das ist in Ordnung. Wir haben quasi, wenn wir 900 Leben nehmen, fast unseren dreifachen Lebenswert als Schaden gemacht. Sehr gut. Dann war wenigstens meine Annahme richtig, dass ich den lieber so spiele, dass ich ihn quasi auf... Sniper oder Finisher oder generell Damage-Dealer spiele, als auf Scout oder irgendwie versuche nah ranzugehen oder so. Also lieber die anderen Leute die Arbeit machen lassen und versuchen nur abzusnacken, zu finishen und aus Entfernung Schaden zu verursachen. Da ist auf jeden Fall dann definitiv besser. Ja, schauen wir noch ganz kurz eben den Kampf an, wie die drei Heavys und Artillerie die andere Dings da töten, den anderen Heavy. Ich glaube, der KV-1S wird noch sterben. Doch nicht. Sehr gut. Verlasse Gefecht. Oh, schöne Medaillen. Einmal das Ding draufhauen hier. 10.714 Erfahrungen, Anleihen und richtig schön viel Kreditpunkte. Cool. Und schadenstechnisch? Zweithöchster. Nur der IS-2. Ja, aber die IS-2 ist auch einfach gut. Ja. Cool, 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 cool. Ja, Belohnung. Danke, danke, danke. Ab in die nächste Runde. Ach genau, hier konntet ihr übrigens gerade sehen. Ihr könnt ja kurz nochmal zurückspulen, Pause machen. Was für Module ich drin habe. Ich bin halt eher so auf Sichtweite gegangen. Auch wenn das Scout-Items... Wobei eigentlich ist das total Schwachsinn, oder? Weil ich gehe nicht auf Scout. Dann baue ich vielleicht doch irgendwie was ein für den Zielkreis und so. Da, ich dachte, das ist vielleicht klüger. Machen wir nach der Runde ganz kurz dann. Dass wir irgendwie was einbauen, was eher so für den Sniper oder Schaden besser ist. Also eine Mischtarnung sieht ganz schön scheiße aus.
Oh mein Gott. Also ich meine den jetzt hier, ne? Gut, gut, gut. Wie machen wir es denn hier am besten? Auf Entfernung bleiben oder nach links gehen? Ich glaube, ich bin eher tatsächlich bei nach links fahren. Aber nicht als Scout. Das lassen wir ihn ruhig machen. Sondern wirklich als Sniper wieder. Die Frage ist nur, wo können wir rein snipen? Ich würde, glaube ich, lieber hinter dem Bunker mal kurz stehen bleiben. Um einfach nur kurz die Lage abzuchecken. So ist gut. Und dann warten wir kurz. Da ist ein Gegner. Hallo. Aber der wird niemals so hochfahren. Und die Zoos ein bisschen zu weit weg zum Treffen. Dann machen wir es ein bisschen anders. Und zwar fahren wir dahinter. Oh, help me, loser idiots. Wenn du schon Idiots sagst, dann schreib wenigstens Loser mit einem O. Ist die Position hier wirklich so gut? Nee. Ich mag dieses Außenfeld hier nicht so gerne. Weil der meiste Schaden kommt eh durch die Leute, die da oben stehen dann. Aber den könnte man treffen, theoretisch. Genau, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Belastend. Ja, gerade so zu spät. Naja. Ja, wir könnten die hier treffen, theoretisch, ne? Aber das ist selten der Fall. Dann fahren wir, weil wir haben alle gespottet, bis auf den Kometen, ganz außenrum wieder. Das ist ja das Gute daran, genau wie beim Borask auch, die Geschwindigkeit von dem Panzer ist natürlich sehr hoch. Da kommen wir easy an die andere Front dran. Das passt dann schon. Welcher Cromwell war das denn? Der Pio 999. Ah, der da. Mhm. Ist die Kanone oben? Wir wollen nicht loben. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht rammen, ich wollte nur auf Seite gehen. Der war kacke. Der war nicht gut. Huch, wo ist er hin? Also, ich meine, wie ist er so schnell weg? Also, da hinten weggefahren. Ach, das ist den Berg wieder hochgefahren. Ja, ich verstehe. Macht Sinn. Okay, der wird mich nicht treffen. Oh, das war schön. Mm. Okay, ja. Jo. Oh. Fucking Animal. Auf D0. Ja, easy, Mann. Bin ja auch ein Profi. Mister, ich schreibe Loser mit Doppel-O. Dann bleiben wir mal hier auf der Seite, weil die gerade pushen. Dann sehen wir die Gegner wenigstens und können zurücksnipen. Oh, ein bisschen zu weit geholt. Oh, wo will der denn hin? Scheiße. Ach,
Hummel, die ich da sehe. Lol. Meins. Ach, abstecken ist schon was Feines. Fucking Horse, Team of Horse. Oh mein Gott. Oh. Ein Klassiker. Huch. Ach, da. Den habe ich gar nicht gesehen, Mann. Nicht beachtet, meine ich. Trifft es wohl besser. Fuck, der hat noch einen Schuss gehabt. Ja, da waren wir leider nicht ganz voll von der Munition, ja. Aber ganz ehrlich, der Panzer gefällt mir richtig gut. Das ist ein richtiger kleiner nerviger Panzer. Sogar schon fast besser als der Burask. Weil der hier mit seinen 8 Schuss halt einfach so auf den Sack gehen kann. Weil auf der anderen Seite, wenn du vom Burask getroffen wirst, ja, ist belastend. Wenn du zweimal getroffen wirst, denkst du dir so, oh, muss das sein. Aber richtig gut ist, mit dem hier triffst du ja 8 Mal hintereinander, theoretisch. Und wenn du 8 Hits kassierst, ist es egal, dass Schaden der gleiche ist wie mit 2 Hits durch den Burask. Ist es trotzdem nerviger und belastender. Wenn du an eine Position stehst und du wirst 8 Mal hintereinander gehittet, denkst du dir nur so... Perfekt, sehr schön. Ja, das waren alle neuen Panzer, die ich hatte. Reicht jetzt auch erstmal wieder. Ja. Dann heißt es wieder ein bisschen farmen. Haben jetzt ja genug Auswahlmöglichkeit hier. Die Favoriten sind schon wieder von links bis nach rechts voll. Wir machen uns jetzt mal hier den Scout raus, weil ich spiele Scouts eh nie. Die bleiben drin. Bleiben drin. Drin, drin. Wobei, mit dem bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Aber mal sehen. Können wir ruhig lassen erstmal. Drin, 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 drin. Drin, 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 drin. Drin, der SAPTK, ich glaube, den mache ich jetzt raus. Ich fahre den nicht so gerne, bin ich ehrlich. Primo Victoria und Maris lassen wir auch drin. So, jetzt haben wir unsere Favoriten hier wieder richtig schön. Nochmal eine Belohnung erhalten, danke. Und hier ein schönes Gefecht. Sammle Informationen. Ihre Informationen wurden gesammelt. Danke. Ey, wir sind sogar noch 6 Töchter mit dem Schaden. Ah, der ARL zum Beispiel, der muss sich doch richtig geärgert haben über uns. Cooles kleines Ding, du. Aber munitionstechnisch ist das schwierig. Ah, nicht mit dem hier, Quatsch. Wollen wir uns den auch zu Favoriten hinzufügen? Weil eigentlich finde ich den geil. Ja, der kommt auch in die Favoriten rein, nicht der. Hä? Habe ich den schon reingepackt? Nee, ach, der ist schon wieder weg, ne? Hm. Das ist ja ein komischer Bug, du, jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt ist er hier schon wieder rausgelöscht, wie beim letzten Mal da, bei dieser Folge 101, der Primo Victoria rausgelöscht wurde. Also nicht gelöscht, aber der ist halt nicht da. Schade. Na gut, mache ich beim nächsten Mal, denke ich schon dran. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.